Guten Morgen! Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hop. Komm, Danny! Machen wir einen weiteren Imbiss zum Engine-Stadion! Immer dieser Hop und seine Wettrennen. Aber erstmal hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Im letzten Video haben wir gegen, ja, Team Yell gekämpft und dann haben wir im Knospi Inn übernachtet. Und heute ist endlich der große Tag, wo die Eröffnungszeremonie der, ja, Arena Challenge stattfindet. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Arena Challenger. Soll ich dich zum Arena Stadion führen? Eigentlich nicht, weil es ist gleich daneben. Oh, du findest selbst im Stadion selbstverständlich sehr vorbildlich. Ich bin ja nicht Delion. Nur Delion findet nicht im Stadion, weil, ja, es ist gleich hier. Und das ist halt auch nicht zum Übersehen. So. Wo wartet Hop auf mich? Wo wartet der Typ noch auf mich? Engine Stadion. Wieso haben die alle so eine Uniform und ich nicht? Da ist Hop. Dieser Hipster. Ich will sofort mit dem Kämpfen loslegen, damit ich endlich auch ein paar Fans bekomme. Naja, muss ich mit dem reden? Du bist Danny, richtig? Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du eine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Okay, da hätten wir das mit der Uniform. Hop ist halt jetzt wieder einen Schritt hinten. Schick, schick. Ah, da ist sogar meine Nummer oben, die ich letztes Mal eingegeben habe. Toll, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Und die Trikotnummer 5 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Let's go! Sieht, erinnert mich sehr an ein Fußballstadion. Ich meine, ich war in meinem Leben noch nicht in vielen Fußballstadien. Aber wenn man kennt sie aus dem Fernsehen. Ja, diesen Typen kennen wir ja schon von der Intro-Szene. Meine Damen und Herren! Ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hergekommen sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region zu eröffnen, die Arena-Challenge. Das geht schon recht schnell, der ganze Text. Jawohl! Die Arena-Challenge! Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert hat, darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter. Na dann, let's do this. Mal schauen, ja, wer sich hier uns unserem Traum in den Weg stellen wird. Okay, es sind wieder 8 Orden wie bei dem vorigen Pokémon-Spiel. Nur dieses Mal gibt es halt nicht sowas wie eine Top 4, sondern diese Arena-Challenge. Finde ich sehr, sehr interessant. Und da sind sie, da kommen sie uns entgegen. Die Held. Jaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Saira, das Wunderkind der Galar-Karate. Niemand kennt den Typ Kampf so gut wie sie. Papela, Meisterin fantastischer Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Der Gesteinexperte und Felsenbrecher Mac. Und der stärkste aller Arena-Leiter, Roy, der Drachensturm. Ja, Influencer anscheinend. Einer der Arena-Leiter fehlt heute. Aber dieses sind sie. Der ganze Stolz von Galar, unsere Arena-Leiter. Okay, also nur 7, einer fehlt. Das hört sich sehr spannend an mit dem einen, der fehlt. Ist das oder bin das ich? Nein, das bin ich. Und das war's? Mehr war da nicht zu sehen? Ich fasse es nicht, vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zittere immer noch vor lauter Aufregung, dieses Gefühl ist unbeschreiblich.
Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen, Rose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt einen Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich aber entschuldigen. Ich habe nämlich einen dringenden Termin. Macht's gut! Okay. Rose ist eigentlich also auch begeistert. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, die Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Stärkt eure Ziele nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen, Danny. Die Arena-Leiter von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns im Turffield. Da kommt man über Route 3 hin. Ja, nichts mehr hin, würde ich sagen. So, bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihrer gewaltigen jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörigen Arena-Missionen bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter zum Kampf bezwingen. Okay, es gibt also auch Arena-Missionen? Das hört sich sehr interessant an. Das macht das Ganze schon um einiges. Spannender. Begib dich über Route 3 nach Turffield. Alles klar. Danny, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Ha! Ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Seufzt. Oh, Verzeihung. Hier hast du dein Geschenk. Einen Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit dem Flugtaxis fliegen und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Okay, also können wir jetzt fliegen. Das ist sehr, sehr schnell jetzt gegangen, dass wir das bekommen haben. Wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du vor einem Karamor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne das Spielmenü, die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Alles klar. Ich zittere. Aus der Anleitung des Flugs da. Zitiere. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug! Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orten, die du schon zuvor besucht hast. Wenn du als nächstes nach Turffield willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Lustig. Okay, dann hätte sich das mit den VMs auch geklärt. Wow, hey Challenger, ich freue mich schon auf die Kämpfe. Viel Glück! Danke, danke, danke. So, schauen wir gleich mal auf die Karte, wo wir uns hier genau befinden. Und wie wir da am besten jetzt weiterkommen. Engine Oststrand, Galarmine 2. Da ist Route 3. Das ist mein Zielort. Setze ich gleich mal hin. Nee, das ist mein Zielort. Okay, wir müssen also da durch. Alles klar. Na gut, dann gehen wir einfach hier links raus und schauen mal, was Route 3 so zu bieten hat. Das ist ja dieses Knospi Inn, wo wir geschlafen haben. Ja, ziemlich schön gemacht, muss ich sagen. Alles sehr, 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 sehr schön gemacht. Da ist ein Pokémon Center, okay. Muss ich eigentlich nicht rein. Da bist du ja. Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit einem Trainingsamt? Du gegen mich? Ja, okay. Ja, mach. Ich besieg dich sowieso wieder. Außer du bist jetzt einfach ja zum Ultra-Trainer geworden. Ja, muss sagen, der Schwierigkeitsgrad ist schon etwas gesunken bei den ganzen Pokémon-Spielen. Ich weiß noch, bei einem ersten Bahn, da war das wirklich sehr, auch manchmal wirklich schwierig gegen den Rivalen zu gewinnen. Also man hat auch oft mal verloren. Dann war es halt einfach so. Man hat sogar oft mal bei Pokémon Gelb, weiß ich noch zu gut, dass man auch den ersten Kampf, wo man gleich nachdem man die Pokémon sich holt, verliert. Das ist schon sehr, sehr krass, muss ich zugeben.
Wow, 231 gefallen. Alle mal ein Level up, sehr, sehr gut. Eigentlich muss man wechseln. Kämpfen wir mal mit Waldi. Waldi ist ja Elektro und sein Micro, was er einsetzt, ist ja Flug. Deswegen können wir mit Waldi da gleich gut was machen. Das Ding ist so süß. Das hat sogar ein Herz im Arm. Nur Micro ist hier Level 12. Wir sind erst Level 9. Mal schauen. Aber wir können hier das hier einsetzen. Wangenrubbler. Okay. Wow. Ja, ich habe das schon voll verinnerlicht. Was? So wenig? Ja, komm, ich setze jetzt einfach wieder Jim Pepp ein. In der Hoffnung, dass er einfach, auch wenn es nicht so effektiv ist, einfach viel stärker ist. Und was soll denn das? Ja, Kratzer ist ja auch effektiv, wie wir hier sehen. Ja, es macht schon gut mehr Schaden. Ah, sie ist paralysiert. Okay, ich glaube, wir hätten aber nicht gewonnen, wenn wir jetzt nicht gewechselt hätten. Weil durch die Paralyse, das hätte schon wieder sehr, sehr viel Schaden gemacht. Ihr habt gesehen, wie viel uns Micro hier zugefügt hat. Nein, keinen Drang. Ja klar, fast ganz. Ah, zweimal angreifen ist auch nice. Ist er vielleicht paralysiert? Ja. Dann kann ich gleich nochmal. Dann sollte er eigentlich weg sein. Dann hat er eigentlich nur noch sein letztes Pokémon. Sein Memmion, was ja Wasser ist. Das sollten wir mit Chimpan locker besiegen können. Oh, wollt ihr lernt Piss? Nee, ich möchte weiterkämpfen. Das Zierblatt und dann sollte es eigentlich gewesen sein mit Memmion. Okay, nicht ganz. Aber wir haben Memmion auch schon auf Level 14. Also wir sind gleich stark ungefähr. Ja, jetzt noch Zweigstoß. Okay, Heuler. Viel Poké-Dollar haben wir erhalten, das ist cool. Nicht schlecht, Rivale, du hast ordentlich was drauf, das muss ich dir lassen. Hier hast du meine Liga-Karte als Zeichen meines Respekts. Na danke, Haupt, endlich habe ich noch eine Liga-Karte. Angel City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge, wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon, ich werde das durchziehen. Knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schnappe ich mir den Titel. Ja, das welche gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hopp aus Furlongheim. Naja, ich glaube eigentlich, dass ich der nächste Champ werde. Aber lassen wir ihn einfach in seinem Glauben. Dann haben wir nicht so viel Stress mit ihm. Und das sollte dann gut sein. Guten Tag. Ja, ich möchte es gerne heilen. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir haben hautnah heute die Arena-Challenge, die Zeremonie erlebt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Falls es euch hier gefällt, lasst gerne ein Abo da, aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Ich würde mich freuen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.